Was habe ich getan? Es ist wieder einmal passiert. Habe dich verschleppt, um dich zu massakrieren. Du bist jetzt bei mir und kommst nicht mehr lebend weg. Dir wird klar, dass du heute Nacht verreckst. Man sieht es dir an, du bist von Tränen bedeckt. Weil dir klar ist, dass ich dir nicht die Freiheit schenk. Du bist mein Sklave, mein Opfer in diesem Haus, wo sich Menschenteile versammeln zu einem Haufen. Dir ist nicht klar, warum du hier wach geworden bist oder wieso du hier keinen Gedanken zustande bringst. Ich erklär's dir gern, mein kleiner Sonnenschein. Ich kam letzte Nacht zu dir und du warst ganz allein. Schleichte mich in deine Wohnung, direkt ins Schlafgemach, wo du meinen Engel und wissend in deinem Bett lag. Schlug dir in dein Gesicht, obwohl du es mitbekamst. Und hörte erst auf, als kein Ton mehr kam. Ich hab dich getragen, direkt zu meinem Wagen. Ich konnte es nicht lassen, habe dich festgeschnallen. Ja, meine Liebe, wir fahren Richtung Paradies. Zu meinem Einfamilienhaus, wo es nach Tote riecht. Da, wo ich deinen toten Kadaver sehr herzlich lieb und deine Eingeweide mit Genuss friss. Ja, meine Liebe, wir bleiben für die Ewigkeit. Halt deine Fresse und los, schweig. Ich spüre deinen Hass, wir sind von deinen Augen ab. Du würdest mich gern tot sehen, doch das geht niemals klar. Weil ich bin eine Bestie, keine menschliche Gestalt. Du kannst mich gerne anschießen, doch ich geh niemals in das Grab. Ich bin dein Atom, fange jetzt langsam an und hol mein Messer direkt aus dem Waffenschrank. Deine Arme sind verkrampft, du bekommst große Angst, denn du siehst das Küchenmesser in meiner Hand. Ich pack mir deine Arme, entferne das Fleisch von den Knochen, nur leider nicht perfekt und er ist dabei gebrochen. Mein Kopf fällt aus und ich höre eine Stimme. Sie spricht zu mir und verlangt seltsame Dinge. Sei ein Mann und schneide ihr die Fotze raus. Leg sie hier und friss sie dann vor sie auf. Danach entweißt du sie, die Gedärme aus dem Bauch und scheiß der Schlampe auf ihren Kopf rauf. Das mach ich nicht, weil ich bin doch nicht besessen. Das klingt abstrakt, mach ich nicht, könnte ich hier vielleicht was brechen. Ich greif zu den Hammer, bin jetzt in Position. Da drümmer ihre Kniescheibe und ich bin in Aggression. Nicht schlecht, muss ich sagen, also los, mach weiter. Nimm das Messer und reiß aus ihrer Eileiter. Also mach weiter und bringe ihr den Tod. Damit ich stolz auf dich bin, du Idiot. Du willst immer nur dasselbe, dass ich jemanden umbring. Immer wieder arbeite nach deinem Willen. Doch ich liebe sie, warum willst du es nicht verstehen? Von mir aus werde ich mit dir durch die Hölle gehen. Bist du so oder stellst du dich nur dumm? Willst du mit dir durch die Hölle gehen, dann bring sie endlich um. Weil ich es dir sage, ich habe über dich zu herrschen. Also werde ich dir verschenken wie die Schmerzen. Er hat's wieder mal geschafft, ich gehe Richtung Pumpkin. Ich hole sie und halte ihr auf ihren Kopf an. Sie will es nicht anders, doch jetzt ist der Schädel matsch. Was mach ich jetzt mit den kaputten Leichnam? Hast du gut gemacht, los, nimm die Sparte. Geh mit der Schlampe jetzt Richtung Garten. Weißt du, was du jetzt machst? Ja, du wirst ihn nun vergraben und nur noch auf die Erde warten. Ich schleif die Schlampe Richtung des Hinterhofs, wo die gute Frau jetzt in meinem Garten wohnt. 6 Meter unter der Erde, wo man sie nicht mehr finden kann, also wird sie ruhen in einem Massengrab. Doch glaube nicht, dass ich dich jemals vergesse. Nein, du bleibst in meinem Herzen für immer gefesselt. Du bist meine Traumfrau, so wie die anderen, neben der du liegst und weiter vergammelst. Ich bin traurig und verlass heute Nacht mein Haus. Gehe in den Garten und betrachte dich, meine Maus. Wieso musste es so weit kommen? Irgendwann lieg ich neben dir, das können wir hoffen. Und wenn er nicht gestorben ist, wurde der noch heute.